Ja, also der weitere nachdenkliche Teil zu der Morgenfitness. Es wird ja tatsächlich merklich, dass ich über die Literaturwissenschaft da reingestiegen bin, die ich in Konstanz studiert habe. Und in der Tat, bei unseren Spaziergängen dann nach der Übung, ja, wenn da Interesse besteht, oder was mir ja vorschwebt, sind ja längere Aufenthalte von Fitness, Wellness und Lebensweisheiten, ja, das natürlich viele machen wollen, ja. Aber deswegen präsentiere ich meine Auffassung so ausführlich, dass ihr wählen könnt, wer von den Gurus oder Übungsleitern und oder Fitnesstrainern, Mentaltrainern ihnen passt. Da war neulich ein Freund von mir aus Indien gekommen und er ist schon 27 Mal da irgendwo gewesen, sie ist ein Künstler. Der auch lebt und lacht immer über die Europäer, wenn sie nach Indien kommen, dass da einfach kommen und sagt, wo ist hier ein Guru? Wo ist hier ein Guru? Ich muss Lebenssinn finden. Und dann die Fischer in diesem Dorf vor 30 Jahren wussten nicht eigentlich, dann haben sie gefragt in den eigenen Kreisen, wer ist das ein Guru? Und sie, also keiner Geld machen. Ja, dann haben sie gleich angefangen zu sagen, ja, das bin ich. Ich bin der Guru. Und da haben sie das gelernt von den Quellen, die sie hatten. Und dann haben sie angefangen, am nächsten Morgen Gurus zu sein. Und da sie vernetzt waren, dann wussten sie in diesem Dorf, was das genau diese Europäer, die da gekommen sind, machen. Ja, dann gingen die Europäer gingen morgen zum Meer und haben so was da gemacht und da kamen sie in den Ashram und der Guru sagt, oh, ich sehe dich, weiße, morgen saß du im Wasser und hast mit deiner linken Hand hast du Kreise gezeichnet und dies war ein Symbol des ewigen Kreises und haben geguckt, ja. Also natürlich, der Mensch wird betrogen sein. Und so wird es immer sein. Deswegen mache ich euch, meine Auffassung ist philosophische Lebensberatung und durch die Kenntnis der europäischen Philosophie und verglichen mit der buddhistischen, vedantischen und alle diese Philosophie, die auf sozusagen Jenseitswelten orientiert sind, muss ich sagen, wer eine Fitness treiben will, ja, körperliche Fitness, der muss eine lebensbejahende, griechische Auffassung, die europäische Auffassung der Körperlichkeit, wobei ich dazu immer aufnehme die vorgriechische, das heißt vorindoeuropäische Auffassung, die war hier in den prämediterranen matrimonialen Kulturen Europas, also auf Kreta, da bin ich sehr gerne, oder die Etrusker oder die frühen Kelten, die ähnlich wie die frühen Griechen die Welt aus Elementen, aus Feuer, Wasser, Erde, Luft erklären konnten. Und wenn es Gottheiten gab, dann gab es Gottheiten, die ja verbunden waren mit der sinnlichen Welt. Hier der Gott des Weines, ja, der dann Dionysos vielleicht gefeiert wurde durch das Genießen des Weines, ja, Gott der Sonne wäre ja wirklich derjenige, der in meiner Haut lebt und mich berührt, der natürlich dann später auch anthropomorphe Gestalten annehmen kann, wie der Helios, Hyperion, Perseus, und das sind die Sonnengottheiten Europas, ne? Und in der griechischen Tragödie dann oder in dem olympischen Leben, ja, diese anthropomorphen Götter, dann unsere Mythen geschrieben sind, also dann in diese Richtung geht dann meine lebensbejahende philosophische Auffassung auch mit Nietzsche und Peter Sloterdijk gesagt, es ist angemessen, das heute so zu sehen. Es wären in den letzten Jahrtausenden
ein spirituelles Training, immer ein Abtrennen des Leibes verlangt hatte, so dass der Geist sich erheben kann in die höheren Welten. Wie erlangt man die Erkenntnis der höheren Welten, war dieser europäische mystische Weg, ja, in den letzten Jahrhunderten. Natürlich unter dem Einfluss der Lehren aus Indien und Asien. Das, was ich zitiert habe, ist das der berühmte Titel von Rudolf Steiner, der natürlich theosophisch angehaucht dann diese Jenseitswelt suchte, auch in seiner Anthroposophie. Aber soweit ein Europäer war und soweit Bewunderer der Romantik und Goethes, ja, dass er die Sinnlichkeit wirklich betont hatte im Handwerk, in der Landwirtschaft.